Hallo zusammen, heute soll es um die Frage gehen, wann kommt denn Folge X oder wann fängst du mit Projekt Y an? Nehmen wir erstmal den ersten Teil. Wann kommt Folge X? Allgemein habe ich ja mehrere Kategorien von Projekten. Ich habe die Hauptprojekte, das sind immer die ich richtig durchpower und wo ich gerade richtig Bock drauf habe. Da kommt jeden Tag mindestens eine Folge hoch und ich versuche auch zwei oder drei Folgen rauszubringen, je nachdem wie viel Freizeit ich gerade habe. Dann gibt es die Hauptprojekte. Da kommt jeden zweiten Tag mindestens eine Folge, meistens aber auch jeden Tag. Dann gibt es noch die Nebenprojekte. Die sind recht weit ab vom Schuss. Da kann es teilweise 2 bis 3 Wochen dauern, bis eine neue Folge kommt. Ich könnte natürlich die Projekte auch einfach pausieren. Aber wenn ich etwas pausiere, dann neigt es dann meistens auch dazu, irgendwann in der Vergessenheit abzuglitschen. Und das muss ja unbedingt nicht sein. Also selbst wenn die Folgen dann recht selten kommen, sie kommen wenigstens immer noch und irgendwann wird das Programm auch fertig sein. Auch wenn es dann meinetwegen ein halbes Jahr oder Jahr dauern sollte. Ich denke bei solchen Sachen immer recht langfristig. So nach dem Motto, ach 60 Jahre kann ich noch Let's Plays machen, da eilt das nicht so sehr. Jetzt noch kurz ein paar allgemeine Gründe dazu, warum es überhaupt dazu kommen kann, dass mal die Folge oder die Folge nicht hochgeladen wird oder es gerade zu wenig ist oder zu viel oder wie auch immer. Und ja, es gab auch schon Leute, die haben gemeckert, weil ich zu viele Folgen am Tag hochgeladen habe. Das fand ich recht irritierend. Aber gut, der Hauptgrund, warum an einem Tag nicht besonders viele Folgen hochgeladen werden, ist, es ist entweder Wochenende oder 1-2 Tage nach dem Wochenende. Denn ich arbeite ja, wie der ein oder andere vielleicht schon weiß, in der Nachtschicht und dann bin ich an einem Tag darauf nicht zu gebrauchen. Die Nacht darauf muss ich wieder arbeiten und den Tag darauf bin ich wieder nicht zu gebrauchen. Meistens brauche ich danach noch einen Tag, um einigermaßen bei geistiger Gesundheit zu sein. Also ich verbringe die Tage dann meistens in seinem Zombie-Zustand, wo ich zwar das Nötigste erledigen kann, also an Hausarbeit und so weiter, mich um die Kleine kümmern, aber dass der Kommentarstil dann gut genug wäre, um aufzunehmen, das wage ich doch arg zu bezweifeln. Und ich will lieber dann nichts produzieren, anstatt irgendetwas, mit dem ich nicht zufrieden bin. Allgemein hat es auch eigentlich immer Real-Life-Gründe, warum keine Sachen hochgeladen werden, denn ich sehe den Kanal schon als meine Zukunft und auch als die Zukunft meiner Familie. Ich investiere da sehr viel Zeit rein und versuche das Ganze auch einigermaßen professionell zu gestalten, dass man dann irgendwann auch wirklich davon leben kann. Das heißt, ihr unterstellt mir bitte, bitte nicht, dass ich jetzt keine Lust mehr habe auf irgendetwas und deswegen keine Folgen hochgeladen werden. Wenn ich keine Lust habe auf ein Projekt, dann degradiere ich das einfach eine Stufe runter, also vom Haupthaupt zum Haupt oder vom Haupt zum Nebenprojekt und mache dann irgendetwas anderes. Denn ich habe eine riesen Liste von Spielen, die alle bearbeitet werden wollen und ich habe eigentlich immer Lust auf irgendetwas zu spielen. Das ist also nicht der Grund. Der Grund ist meistens immer, dass entweder muss ich arbeiten, also einspringen, obwohl ich eigentlich gar keine Schicht hätte, oder es ist einfach im Haus zu viel zu tun, oder mit der Kleinen ist was nicht in Ordnung, sowas alles. Das sind die einzigen Gründe, die dazu führen, dass keine Folgen hochgeladen werden. Aber gut, das klang schon wieder viel zu ernst. Gehen wir mal zum nächsten Teil der Frage. Wann kommt Projekt Y? Ich habe ja schon von dieser besagten Liste erzählt. In der Kanalinfo ist ein Teil davon aufgeschrieben, der Rest passte nicht mehr rein. Was ich übrigens ziemlich albern finde, dass die Kanalinfo so beschnitten wurde jetzt mit dem neuen Design. Aber gut, es gibt zumindest in meinem Kopf eine Riesenliste von allen möglichen Spielen, die ich gerne Let's Playen würde. Und es wird einige Jahre dauern, die alle abzuklappern. Meistens mache ich so, ich gucke, welche Projekte ich gerade am Laufen habe, schaue, wie lange sie voraussichtlich noch laufen und überlege mir dann, wie viel Zeit ich dann, wenn das Projekt abgeschlossen ist, ich überhabe. Und guck mir dementsprechend ein Spiel raus, was mir auch zu dem Zeitpunkt gerade Spaß macht. Also das beste Beispiel ist jetzt gerade zum Beispiel das DSA-Projekt, das bald anläuft. Da habe ich vorher mir überlegt, wann bin ich mit Grimrock durch, wann bin ich mit Gothic durch, wie viel Zeit habe ich dann über. Wird das ein Hauptprojekt, wird das ein Nebenprojekt und je nachdem habe ich mich dann halt entschieden. Man kann mich auch leicht dazu verführen, ein Spiel anzufangen, habe ich gemerkt. Hätte ich am Anfang auch nicht gedacht. Aber ich habe zum Beispiel einmal eine PM bekommen, da stand drin, oh, hier ist ein ganz interessantes Spiel, guck doch mal rein. Und das war dann Anvil of Dawn. Eigentlich hatte ich zu dem Zeitpunkt schon 2 Hauptprojekte am Laufen, aber als ich das Spiel gesehen habe und allein die Tatsache, dass jemand an mich rangetreten ist und gefragt hat, ob ich das nicht spielen möchte, hat mich schon dazu gebracht, das Spiel zu spielen. Das kann zutreffen, also ihr könnt mir gerne PMs schicken oder Kommentare hinschreiben, ob ich nicht dieses oder jenes Spiel kenne oder mal reinschauen möchte. Aber bitte geht nicht davon aus, dass ich es noch gleich spielen werde. Denn es ist schon recht kompliziert, das Ganze auszubalancieren, wann welches Spiel kommt und so weiter. Und ich muss auch wirklich gerade Lust drauf haben.
Also klar, man kann immer angeregt werden und dann Lust darauf bekommen, aber sich zu zwingen, ein Projekt anzufangen, das funktioniert nicht. Also wenn man jetzt in einer richtig hohen Liga spielt und das Let's Playen hauptberuflich betreibt, dann kann man sich vielleicht dazu bringen, etwas zu Let's Playen, was man nicht unbedingt gerade Let's Playen möchte. Aber so weit bin ich noch nicht. Leider oder Gott sei Dank, je nachdem, wie man das sehen möchte. Momentan mache ich echt noch das, was mir Spaß macht. Das heißt, ihr könnt gerne Vorschläge unterbreiten, aber bitte seid nicht traurig, wenn sie nicht kommen. Ein Punkt noch, der auch recht wichtig ist bei der Auswahl der Projekte. Ich versuche, Redundanz zu vermeiden. Das ist auch gerade aufgefallen beim Gnomoria und ich wäre da fast in meine eigene Falle getappt. Denn ich hatte überlegt, Gnomoria laufen zu lassen als Hauptprojekt. Aber ich habe immer noch Dwarf Fortress laufen. Und Dwarf Fortress und Gnomoria sind ziemlich ähnlich. Das heißt, ich hätte mich da schon widersprochen, wenn ich Gnomoria angefangen hätte. Deswegen ist es eine gute Idee gewesen. Und auch vielen lieben Dank nochmal an die Kommentare, dass das da reingeschrieben wurde, dass ich mich da eigentlich widersprechen würde. Ein ähnlicher Faktor ist das zum Beispiel bei Baldur's Gate 2. Eigentlich hatte ich vorgehabt, Baldur's Gate 2 recht schnell anzufangen, nachdem der erste Teil abgeschlossen war. Aber dann kam Planescape Torment dazwischen. Und wenn ich jetzt Baldur's Gate 2 anfangen würde, hätte ich ja Planescape Torment am Laufen und Baldur's Gate 2. Zwei Spiele, die sich sehr, sehr ähnlich sind. Also abgesehen von der Welt, in der sie spielen, aber die Spielmechanik ist fast die gleiche. Und doch das Regelwerk und die ganzen Anlehnungen ist alles das gleiche. Das heißt, ich würde das Ganze auf eine bestimmte Zuschauerschaft fokussieren. Aber ich habe inzwischen ja ein recht breit gefächertes Spektrum an Zuschauern. Also die einen mögen tierisch das Zwergenspiel, die anderen können damit gar nichts anfangen. Wenn ich jetzt mich auf eine bestimmte Seite zu sehr fokussieren würde, dann hätten die anderen nichts zum Gucken. Und das wäre ja auch schade. Also versuche ich immer aus jedem Genre oder aus jeder Spieleart ein Projekt zu haben, dass sich da nichts überschneidet. Ja, und damit dürften beide Fragen eigentlich abgedeckt sein. Wir sehen uns dann bald wieder und bis die Tage.